Und es geht weiter. Pokémon Light Platinum. Heute gegen Red. Und wir gehen in den Zerbersen. Mit Pikachu Level. What the? 25. Mit irgendeiner Donnerattacke, schätze ich mal. Wir machen mal Hottie. Hottie hat eine gute Spezialverteidigung. Von daher kein Ding für unser neuen schwänzigen Fuchs. Double Team jetzt. Hex doch rum, du Bob. Pikachu, I choose you. Slam. Alter. Flammenwurf sollte ein bisschen mehr als die Hälfte abziehen. Bisschen mehr als die Hälfte ist er tot. Okay. Groth. Okay, bleiben wir drin. Bleiben wir auf jeden Fall drin. Aber wir müssen. Guck mal, der ist schon über 27. Wir müssen auf jeden Fall ein bisschen trainieren. Das geht so nicht weiter. Curse. Du siehst, wie jeder weiß. Du bist harmlos wie Curse. Heil der jetzt? Ah, sicher, sicher. Sicher, sicher. Jojo. Russell ist down. Oh, es gibt so wenig Erfahrungspunkte. Garados. Oh Gott. Ich bin mal gespannt, wer dagegen was machen kann. Ich glaube, Garados in dieser Edition noch speziell. Obwohl, was kann Garados jetzt schon? 27. Wer kann das ja schon Surfer, ey? Das wäre over. Overpowered. Weit. Okay, wir haben 4 Schwäche, das geht eigentlich. Hallo! Flinch noch nicht! Ist doof! Ich kann nicht doof! Dragon Rage. Drachenwut, ey. Geile Attacke, so 27 glaube ich abziehen, ne? Alter, es hat viel abgezogen, ey. Scheiße. Muss mal ein bisschen rechnen. Wie viel zieht Dragon Rage ab? Mach lieber meine Orion. Ja, mach mehr als 24 Schaden. Können wir jetzt mal gucken, wie viel Schaden das macht. Sehr viel mehr als 27. Machen noch einen rein. Und hoffen einfach mal, dass er Fuchtler macht. Dass er Fuchtler macht. Maga! Ist mal gut jetzt. Ich hab nicht mehr so viel Mumu. Mumu! Trash. Kannst du mal sein lassen, Maga? Den muss er doch eigentlich confused sein, ne? Ist er eh nicht. Ich sehe das schon. Hyper Potion, komm. Schon wieder. Oh! Jetzt ist er confused. Was macht er jetzt für einen Scheiß? Ich werde das Ding mit langen Finger kaputt machen. Das ist mir wichtig. Wir sind immer noch nicht im grünen Bereich. Jetzt werden wir eh sterben. Da habe ich alles umsonst gemacht. Treff dich selbst! Ja! Ja! Headbutt! Das macht ja wenig Schaden, ne? Ich bin ja nicht so früh überzeugt. Wir können ja auch auf Revenge gehen. Ne, das Ding ist Flug. Flug! Flug ist das! Das ist Team Flug! Weit. Bitte flinch nicht, bitte flinch nicht, bitte flinch nicht. Nice! Gut. Ich dachte, wir kriegen das Gyarados noch down. Gyarados? Oh, ich hab Bock auf Gyros. Komm schon, komm schon, komm schon, komm schon. Dragon Rage. Bitte überlebt, bitte überlebt, bitte überlebt. Nein! Marco! Da bist du nix zu gebrauchen. Beide down. Ja, jetzt trifft er sich wieder selbst, der Horst, ne? Und tötet sich selbst. Bist ja ein Held, Gyarados, ey. Aber gute EP gibst du. Lucario? What the? Lucario? Alter, was hat das für ein Sprite? Das will ich jetzt wissen. Bin aufgeregt. Lucario! Was ist das denn? Reversal? Gegenschlag, glaube ich, ne? Lucario fand ich damals in der 4. Gen einer meiner Lieblings-Pokémon. Danach, wo es jeder geil fand, fand ich es scheiße. Und es war zu überpowered und Pokémon Online später. Ist, glaube ich, jetzt noch. Ja, Red besiegt. Wow, ich bin sehr überrascht.
Jedes Mal, wenn ich dich treffe, zeigst du mir dein Talent für Pokémon-Kämpfe. Aber nächstes Mal wird es etwas schwieriger. Tschüss! Okay, tschüss! Gut. Ich glaube, die Stadtrin... wie heißt die? Rundtour haben wir erfolgreich abgeschlossen. Ich glaube, es gibt hier nichts mehr. Die Leute im Pokécenter rede ich nie. Warum? Keine Ahnung. Wenn es hier irgendwas geben sollte, Leute, im Pokécenter... ich weiß ja, Just oder so hat ja schon gespielt, Live-Platin, oder ist auch gerade selbst dabei. Ja. Sagt es mir. Ich will hier die 100% erreichen. Mal schärfe Checker zu prallen. Deswegen müssen wir hier unten lang. Ah, schade. Hey! Ja, Poké Center ist klar, wenn unsere Pokémon verletzt sind. Gott, da! Bin hier gegangen. Da ist noch nix! Immer noch nix? Immer noch nix? Und jetzt sind da Leute! Episch! Episch, hier ist doch was. Nix? Komisch. Käfersammler! Komm, dann machen wir aber erstmal Trotti nach vorne. Ne? Was ist das, der Kämpfer? Er hat irgendwas vom Weberack erzählt. Nein, bitte, kein Weberack! Ich hasse Käfer! Okay, das war das Ding. Ich habe doch was anderes gelesen. Ich muss meine englischen Pokémon-Künste echt mal auffrischen. Das wäre mal vom Vorteil. Ja. Ich bin 31 Forti. Ja, geht so. Ariados. Ariados. Ich sehe. Alter, der Sprite ist geil. Sieht so modern aus, wie das Ding da steht. Finde ich geil. Gefällt mir. Daumen hoch. Wie ist der Hegler? Egal. No. Okay, Fishing at Sea. Ist nice. Ultra Ball, nice. Okay, weiter geht's. Bamelin, Level 18. Level 18. Das ist 18. Ey, was willst du hier? Oh Mann, no, ich will nicht ins hohe Gras. Bamelin, Er hat sich irgendwie dick da. Noch falscher Knopf. Keine Ahnung, aber ich mag meinen PC im Moment nicht. Wie gesagt, ich brauche 9. Ja, also wir können ja irgendwas angeln, wie es aussieht. Also wie die es alle sagen, es klingt doch alles sehr nach Angeln. Okay, du willst kämpfen. Ich glaube, das ist, nee, ist ja kein Doppelkampf. Ich glaube nicht, dass so ein einziges kleines Kind, was hier kämpfen würde. Oh, das ist ja die Rubine jetzt hier, wo es noch keine Doppelkämpfe gab. Wie ist das? Wing Chu oder so ist das Ding noch, ne? Finde ich auf jeden Fall episch, das Ding. Alter, Critical Hit mit Mogelhieb. Mogelhieb eine sehr strategisch gute Attacke. Wenn Leuten mit einem Pokémon die Technik haben, Step-Up dazu noch bekommen, wie zum Beispiel Armidiffel. Habe ich auch bei Pokémon Online. Es geht End-Up mit der Attacke. Mogelhieb, Heimzahlung war das Ding, glaube ich. Ice-Heap und. Was noch? Irgendein Move hat das Ding noch. Auf jeden Fall richtig geil mit Techniker. Kann ich Leuten empfehlen? Das Ding hat einen scheiß... Oh, der Maulwurf, der ist geil. Das Ding hat einen scheiß hohen Angriff und eine geile Initiative, sag ich dazu. Ich glaube, Delegator hat das Ding noch, weil das hat irgendwie 300 KP, glaube ich, noch. Also, Grundwerte. Top-Ding, nehmt euch das Ding ins Team. Es ist geil. Macht auch Spaß, damit zu kämpfen. Das haut rein jetzt, ey. Der Maulwurf ist... allgemein, alle Pokémon aus der 5. Generation sind overpowered, ey. Deswegen, die 5. Generation ist scheiße. Wenn du mit mir einer Meinung bist, lass es mich in den Kommentaren hören. Ember. Bam. Down. Nice. Fluffy. Fluffy. Was ist ein Fluffy? Ein Vati. Ich komme nochmal zum Zug, einen Flammenwurf zu machen. Komm schon, ein Flammenwurf. Ah nein, warum machst du Ember? Thundershock. Okay, jetzt sind wir down. Oh! Aber Flammenwurf hätte nicht gekillt. Von daher ist es Latte. Es ist Latte wie Pfosten, wie beim Fußball. Du. Kosten.
Ein Watergun soll er nicht töten jetzt? Durch Stab. Boah. What the? Hell! Das war, die regt mich auf! Aber sowas von, das ist jetzt nicht mehr schön. Mensch, 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 Mensch. Lass mich doch mal einfach in Ruhe. Ich will doch nur hier Spiele machen. Party's down, so. 601. Glom, was ist ein Glom? Ach, ein Glom. Hatten wir aber schon. Ich kann mir hier gar nichts merken, Leute. Müsst ihr dran denken. Bin hier nicht so brain. Bubble a bubble a bite. Warum komme ich aus? So, stimmt, wir haben ja Blubber. Lustig. Oh, das macht ja gar keinen Schaden. Hallo. Oh ja, ich bin müde. Und ich muss mein Berichtsheft noch machen für die Arbeit. Und da habe ich gar keine Lust zu. Was? Defense Wall? Oh Menno, warum? Zum Thema Ocarina of Time. Ich finde es im Moment etwas scheiße, weil ich werde auch angesprochen, dass auch das noch laggt und alles. Deswegen. Eure Meinung hätte ich jetzt gerne. Ich werde auch vorher jetzt nicht mehr so viele Parts hochladen. Noch ab und zu vielleicht 2 im Monat oder sowas. Aber das Ding sehr lang ist. Ein sehr langes Projekt ist das auf jeden Fall. Weil es laggt zu doll. Und ich wollte eigentlich das Ding komplett re-uploaden und dann mit dem Grabber nochmal aufnehmen. Wenn ich das mit dem Grabber hinkriege, ich dann den besseren PC habe. Das wird einen Monat ungefähr dauern, von daher wollte ich euch das mal fragen, ob das erwünscht ist, sage ich mal auf gut Deutsch. Oder ob ihr sagt, nee, ist alles scheiße. Oh, geile Werte. Protect. Machen wir Blubber mal weg. Deswegen. Ich liebe dieses Spiel. Das ist klar. Ich habe es für 3DS auch durchgesuchtet und alles. Und für N64 damals auch. Aber so ist das scheiße mit Lags und alles. Ich weiß, ich habe damit kein Problem, das Ding zu spielen, aber ihr habt damit ein Problem, das anzugucken. Ich sag euch, es ist jetzt nur so eine kleine Info. Also, wer damit kein Problem hat, ich werde es weitermachen. Wenn er damit ein Problem hat, sage ich, okay, mache ich es mit einem neuen PC dann weiter. Das dumme Problem wird aber, glaube ich, sein, obwohl wir können die Save-Datei, ich kann die Save-Datei speichern. Dann ist es ja egal. Ist egal, was ich gesagt habe. Mensch, Mensch, Mensch. Have a nice day. Sollen wir wieder ein paar Pokébälle und sowas kaufen, ne? Obwohl, ich fange ja eh nix. Nee, ich fange ja eh nix. Von daher ist das Latte wie Pfosten. Empty Rash. Dragonfang? Was ist ein Drachenfang? Drachenzahn, ne? Drachenzahn? Geil. Drachenzahn. Haben wir ein Drachen-Pokémon? Nö. Noch nicht. Noch nicht. Wir haben erstmal eine TM4 gefunden. Das war TM4. Oh, kann ich gleich nochmal nachgucken. Call Mind. Gedankengut. Geil. Gedankengut ist geil. Alter. Ist hier was? Oh, egal. Jetzt habe ich mir. Oh, meine Tastatur zerspringt hier wieder. Ein Beach, ich will zum Beach. Oh, geh runter, du Horst. Ja, hier ist der Beach. I like this video. Da sieht man, das war doch schon der Strand damals von Rubin von Gravelport. Revive, geil. Alpacherizo? Okay, durch den Regenschirm kommen wir nicht. Ah, ich habe Pummelhof gehört im Hintergrund. Oh. Okay, da will jemand kämpfen. Hey, geht's? Ja, war klar, am Strand, hallo. Muss man mal ein bisschen. Alter, sieht die geil aus! Ja. Mach einfach mal einen Flammenwurf. Einfach mal einen Flammenwurf. Ja, macht guten Schaden. Slam. I'll slam you down, bitch. Und noch ein Flammenwurf. Flamethrower. Und Felino ist down, der Whopper, der Boss, der Whopper.
Poiwikes, hast du vielleicht einen Bingal? Komplett daneben. Hypnose. Oh, Menno, warum? Warum machst du eine Hypnose? Mensch, Mensch, Mensch. Nehmen wir einfach mal auf Langfinger. Weil die haben wir im Moment bessere Karten als bei den anderen. Watergun. Was machen meine Nachbarn da? Die fegen ihre Garage und ich habe Fenster auf mir und sitze hier mit Boxershot und Stylo. Wer ist das Ding? V-Schnitt-T-Shirt. Oh, Boxershot sitze ich hier noch. Ist ein bisschen. Ah, egal. Ich kenne mich. Ich kenne mich. Oh, ich bin so müde noch. Ich gern die ganze Zeit in dem Part. Das ist ja schlimm. Jetzt nimmst du ein EP. Was geht's noch? Beutel. Bammelen. Ich glaube, ich muss echt mal so wie Vokabeln das damals auswendig lernen. Die ganzen Namen. Beutel, Bammelen. Crunch. Crunch! Verarschen, jetzt schon Crunch? Fick dich. Finde ich nicht sehr nett. Mensch, das ist doof. Leftovers heilen uns zum Glück. Ist wieder schneller. Watergun. Ja, okay, das macht ja nicht so viel Schaden wie Crunch. Aber auch schon Schaden, ja. Das war ein Beutel. Und ein Landhorn. Landhorn? Landhorn? Helton! Wir werden jetzt so gesweept, ey. Fail. Dreschschläge. Why? Okay, Orange macht das mehr Schaden. Nice! Finde ich gut. Also, schöner Schaden. Mach nochmal Dreschpflege dann schon. Mach nochmal. Komm schon. Mach nochmal. Danke! Damit ist das Landhorn auch gegessen. Landhorn, gelbes Pokémon. Elektrowasser, einmaliger Typ. Nee, na, 5 Gen gibt es auch noch so ein Viech, glaube ich. Fast mit 32, okay. Swimmer Maria. Oh, Maria. You see so nice. Okay, Leute. Ich mache jetzt erstmal hier eine Cut. Eine Cut mache ich. Und ich sage bis zum nächsten Part Pokémon Live Platinum. Also, Leute. Ciao.